Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ATS American Truck Simulator auf der neuen Coast to Coast Map 1.7.1. Tja, die Coast to Coast seit etwas länger schon ein neues Update wieder bekommen und auch ich habe mal wieder so ein bisschen Lust verspürt, doch mal wieder den ATS rauszuholen. Mal wieder in den Peterbilt 389 von Viper einzusteigen und so ein paar Kilometer auf der neuen Coast-to-Coast-Map zu fahren. Ich zeige euch mal kurz, wo wir hin wollen. Wir gehen einmal hier auf die Weltkarte. Der einmal hier unten von Truckee soll uns der Weg führen nach Des Moines, Illinois. Ne? Das Ganze hier natürlich dann schon auf der Coast-to-Coast 1.7.1 und wie ihr seht, zum Vergleich, es sind ein paar neue Straßen wieder dazugekommen, die das Ganze hier so untereinander vernetzen. Und da war auf der Coast 1.6.1 noch so, ja, einige Straßen waren hier halt dann noch nicht, ne? Da musste man erstmal so einen kleinen Umweg fahren. Hier sind jetzt einige Verknüpfungen wieder dazugekommen. Wie ihr seht, ich habe mir auch schon 1, 2, 3 Wegpunkte bis dorthin gesetzt. Das sind so Tankstellen, damit ich das Tanken nicht wieder vergesse. Ne? Das fiel mir noch ein, bevor ich die Tour angefangen habe, dachte ich, ohohoho, vergisst hier nicht die Tankstellen zu markieren. Ja, es ist immer wichtig. Ne? 1671 Meilen liegen vor uns. Eine ganz schöne Strecke, die uns denn hier jetzt einmal über die Original-Map führen wird. Bis Jackpot. Dann endet das Ganze, dann fängt die Coast to Coast Map an. Ja, bringt uns dann nach Salt Lake City, Cheyenne, Omaha und dann irgendwann mal nach Des Moines. Also eine ziemlich lange Strecke, deswegen rein in unseren kleinen Peterbilt. Na, schmeißen wir das Luxusgerät mal an. Schön viel Platz, ne? Schön viel Platz. Ich habe sogar das Bett gemacht, wie ihr seht, ne? Alles gemacht. Aircondition, auch alles an hier. Mikrowelle, Fernseher, alles dabei. Alles am Start. Oh, Zeitschriften habe ich nicht weggeräumt. Naja, irgendwas ist ja immer. Ne? Wollen wir trotz alledem mal los. So, Puffbeleuchtung. Alles gut. Tank ist auch voll. Sehr schön. Dann wollen wir mal langsam aber sicher los Richtung Des Moines, Illinois. Das ist, mal wieder ein paar Meilen auf dem Tacho spulen. Ne? 3333 Meilen. Schnapszahl. Schnapszahl ist das. Nein, Herr Wachtmeister, ich habe nicht getrunken. Ich habe nur eine Schnapszahl auf meinem Tacho stehen. Oh, geh mal weg da. Ich brauche ein bisschen Platz. Es ist immer eine gewisse Umstellung, wenn man vom ETS 2 auf den ATS wechselt. So mit dem Radius der Auflieger. Ne? Von der Schnauze der LKWs will ich jetzt nicht so reden. Da sind wir ja meistens mit dem Scania T unterwegs. Da haben wir ja auch eine kleine Schnauze. Kümmt keiner. Naja, morgens um 4 hier im Ingame-Zeit, da sind auch nicht so viele unterwegs. So, dann dürfen wir jetzt herzliche 55 Meilen fahren im Bundesstaat. Ich glaube, wir sind noch in Kalifornien. Da bin ich drüber, ne? Tja, über die 55 Meilen bin ich ein bisschen drüber. So. Na, der Wachtmeister wird schon nichts dagegen haben. Der wird schon nicht kommen zum Kontrollieren. Um die Zeit doch nicht. Da die Donut-Shops ja noch gar nicht auf. Da braucht kein Wachtmeister auf dem Highway zu sein. Ja. Was? Na, wie gesagt, 80? Okay. Komm her, kleiner Peterbilt. Ich treib dich mal ein bisschen voran. Fahren wir mal 70 Meilen, da bist du auch immer noch recht spät. Spannend unterwegs, würde ich sagen. Und brüllst mir dabei so appetitlich ins Ohr, ne? Mal zusehen, dass wir
an den Übergang kommen, wo tja, das SCS-Original-Map-Material übergeht in die Coast-to-Coast. Mal sehen, ob das auch wirklich so schön funktioniert. So wie auf der Coast-to-Coast 1.61. Da gab das ja gar keine Schwierigkeiten. Das war klar. Jetzt spielen sie hier wieder auf mein Gewicht an. Ne? Da wird doch wirklich hier zur Wiegestation. Ja, ich halte ja schon da vorne. Als ob ich zu schwer sein könnte. Ich habe so viele Achsen, ich kann gar nicht zu schwer sein. Sind alle unten? Hier, wiegt mich. 59.000. Ja, ich sag doch, ich bin voll im Rahmen. Das Schwerste dabei ist der Fahrer. Ja, aber jetzt haben wir es wenigstens auch amtlich, ne? Ich bin zu schwer und beim LKW alles gut. So, Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. So, denn auf, würde ich sagen. Jetzt, wo sie uns einmal gewogen haben, lassen sie uns ja wohl hoffentlich in Ruhe. Hoffentlich. Auch wenn das jetzt nicht viel Zeit gekostet hat, ist aber trotzdem immer ärgerlich. Ein Kraftfahrer von Welt hat ja keine Zeit für so einen Killefitz. Tja, schon lange her, dass ich den ATS eigentlich mal gezockt habe. Irgendwie bleibt der immer so ein bisschen in der, naja, Schublade kann man ja nicht sagen. Man hat ihn ja auf dem PC, aber sagen wir einfach mal Schublade dazu. Man holt ihn irgendwie dann doch nicht raus. Man zockt ihn irgendwie nicht so sehr, ne? Ist der Arizona DLC immer noch nicht draußen? Wenn es da ist, dann wird bestimmt wieder auf ein bisschen der Ansturm kommen auf den ATS. Also wer jetzt im Moment Multiplayer spielen will, ATS, mit Chance findet er 10 andere, die das auch dann gerade tun. Nicht so gut besucht das Ganze. Das gab mal ganz andere Zeiten, ne? Da ist man entweder gar nicht auf den Server gekommen oder wenn man dann drauf war, hatte man auch schon die erste Beule. Tja, jetzt ist das alles nicht mehr so. Jetzt hat man da viel Platz, aber halt auch nur eine kleine Karte. Oh, schalten. Schalten, schalten, schalten. Und schön dem Sonnenaufgang entgegen. Nee, kommt wieder gleich, wenn die Bäume da verschwunden sind. Achtung, gleich sind die Bäume weg. Dann kommt die Sonne richtig raus, ne? Und dann kommt die Romantik für die weiblichen Zuschauer wieder ins Spiel. Ja. Yeah. Ah, Romantik. Ah. Ist wieder soweit, ne? Zu viel Romantik. So, Jackpot geradeaus. Da haben wir wieder richtig schön den Jackpot gegriffen hier. Tja, und nach so langer Zeit stelle ich fest, guckt man dann doch wieder mehr nach links und nach rechts, um sich alles anzugucken. Ich weiß, wenn wir auf der Coast to Coast angekommen sind, da gibt es links und rechts nicht so viel fürs Auge, aber das ist dann auch meistens der mittlere Westen der USA. Und sind wir mal ehrlich, wer sich so auf YouTube mal so ein paar Trucker-Videos, da gibt es ja genügend Vlogs von US-Truckern, wenn man sich das mal so anguckt und die filmen dann nach draußen. Da ist hier jetzt auf dem SCS-Teil hier am Highway schon extrem viel Bebauung. Sehr, sehr viel. Wenn man da die Vlogs sich von denen anguckt, also mein Favorite ist da ja so Trucker Josh, ne, mit seinem Hund Diesel.
da muss ich ehrlich mal sagen, da gibt es links und rechts, wenn der so über die Highways fährt, auch nicht immer viel zu sehen, wenn er denn da so wirklich durch den mittleren Westen gerade mal fährt. Da ist auch nicht viel bebaut und zu sehen. Also passt sich da die Coast to Coast eigentlich sehr gut an. Also, kann wieder ein bisschen schneller, ne? 80 Meilen sind wieder erlaubt. Puh, der Sonne entgegen. Und dafür, dass ich hier nur 70 Meilen fahre, komme ich dem PKW da verdammt nah. Wieso schleicht der so? Wieso zwingt er mich zum Überholen hier? Ist ja ein Skandal. Oh, schön ausgebremst. Schön, dass die KI sich auch gegenseitig auf die Hörner nehmen möchte. Lassen Sie mich wenigstens so ein bisschen in Ruhe dabei. Habe ich auch nicht unbedingt was dagegen. So, LKW-Spur gehört wieder mir, ne? Bis zum nächsten Verkehrshindernis. Ach, so ist das leider ab und an. Immer diese Verkehrshindernisse hier. So, vorsichtig, komm wieder raus. So, Jackpot, immer noch geradeaus, ne? Zum Jackpot geht's immer noch geradeaus. Uiuiui. Bank hier aber auch wie eine besoffene Ente auf dem Highway rum. Meine Güte. Hallo, Herr Wachtmann. Ach Gott, war das klar, dass die Straße da wieder zu. Man. Immer auf die armen kleinen Tracker. So, ich glaube, ich schäle genug, ne? Ich mach. Macht die Kombüsenlichter mal aus, hier diese rote Puffbeleuchtung. Denken nur sonst wieder die Leute von mir hier. Guck mal, der hat rote Puffbeleuchtung in seinem LKW. Der fährt das Larvmobil. Oder? Aber der Kühlerfigur immer schön auf den Popo gucken, dann kann man sich auf jeden Fall schon mal grob an der Straße orientieren, dann weiß man, wo man längs muss. Weit weg kann das Ganze dann aber nicht mehr sein, der Übergang von einem normalen SCS-Bereich zum Coast-to-Coast-Bereich. Wir müssten es theoretisch bald geschafft haben, zumindest wenn wir in Jackpot dann so quasi angekommen sind. Und Jackpot kann eigentlich nicht mehr so weit weg sein. Bisschen gewöhne ich mich gerade wieder an den ATS mit dem, was er mir hier so links und rechts zu bieten hat. So langsam kommt wieder der American Way of Life, oder wie heißt das? Ne? So langsam kommt es wieder über mich. Oh, immer noch Jackpot, immer noch geradeaus.
ist wohl doch noch ein Stückchen, was? Oh, bisschen weit weg von der Straße. Und wir kucheln hier so langsam mit 70 Meilen. Ne? Ich weiß, wir dürften 80 fahren, aber... Ach, der 80 wäre die Tachonadel direkt am Anschlag. Ich weiß ja nicht, das tut ja nicht unbedingt Not. Und ein bisschen Sprit sparen ist ja auch nicht so schlecht. Kann man ja mal machen, ne? Bisschen Sprit sparen. Und 70 Meilen reichen eindeutig immer noch, um hier die ganzen Touristenlimousinen teilweise zu überholen, weil die gar nicht so schnell fahren. Auch wenn die jetzt natürlich wieder der Meinung sind, sie müssen wegziehen hier, ne? Aber euch hole ich trotzdem noch ein. Flimmert die Hitze aber auch schon wieder, ne? Puh, die Luft scheint ein bisschen heißer zu sein hier. Was? Ich war gerade so schön am Überholen, außerdem deine Kollegen haben mich schon gewogen. Und, neuer Bundesstaat, ne? Na klar, müsst ihr auch das Wiegen anfangen hier. Ja, es ist ja noch ein Stück. So, hier, du kannst du mal gucken. Bin ich schwerer geworden. Zäh. Mussten die uns auch noch wiegen. Zweimal in einer Folge gewogen worden. Das ist ja natürlich auch schön. Noch warten hier. Tja, nix mit wunderschönen Beschleunigungsstreifen hier in den USA, ne? Oha, der mit dem Wohnmobil auch noch. Nimm den Bettler. Sag mal, du Spinner. Wieso? Sie hätte rüberziehen können. War doch schon in den Tab. Also. Richter. Videobeweis. Verdammt. Verdammt. Ja. $900 für nichts und wieder nichts rausgeworfen. So, rechts geht es dann nach Jackpot. Da hatte ich auch mal eine Tankstelle markiert. Die ignorieren wir jetzt einfach. Da wollen wir nicht hin. Wir fahren jetzt erstmal noch weiter, weil der Tank ist noch dreiviertel voll. Da geht noch was. Auch wenn das Navi natürlich jetzt meint, du musst jetzt aber zurück, du hast dir einen Wegpunkt gesetzt, da musst du jetzt auch drüber fahren. Muss ich gar nicht. Wenn ich nicht will, dann will ich nicht. Wenn ich nie morg, dann morg ich nie. So, das hast du davon. Ja, außerdem noch dreiviertel voller Tank, die brauchen wir diese Tankstelle mal nicht. Wahrscheinlich, ne, geht's gleich los mit, ja, jetzt schluckt er richtig. Aber noch ist alles halt im grünen Bereich und oh Gott. Genau, halt du mal an, ich muss hier rüber, dankeschön. Und dann sind wir nämlich jetzt auch schon im Coast-Bereich gleich angekommen. Haben wir es quasi dann schon auf den Streckenabschnitt geschafft, wo uns die Coast-to-Coast-Map dann mit ihrer Weite und den langen Strecken quasi verwöhnt. Alles das, was SCS ja bis jetzt versäumt hat.
macht für uns dann jetzt die Coast-to-Coast-Map und dann sind wir auch schon im wunderschönen Bundesstaat Utah angekommen. Und ab hier ist dann wirklich offiziell auch die Coast-to-Coast 1.7.1 dann am Arbeiten. Haben wir es also geschafft. Wir sind auf der neuen Map angekommen und können dort die ersten Kilometer auf der neuen Map dann auch fahren, die ja schon etwas länger draußen ist. Aber ich habe es irgendwie nicht so mit dem ATS halt gehabt. Aber nun können wir ja trotzdem das so ein bisschen mal zusammenschauen. Auch wenn sich natürlich landschaftlich hier auf der Coast-to-Coast noch nicht so wirklich viel getan hat, muss es aber in meinen Augen auch gar nicht, weil diese Map ist einfach nur dafür da, um endlich mal so ein bisschen richtig Strecke zu machen. Da muss die nicht unbedingt hübsch sein, links und rechts, ne? Wobei Bundesstaat Utah, denke ich an die Salzwüste, denke ich auch an solche Landschaften hier, also finde ich jetzt gar nicht so schlecht und auch hier sind schon so ein paar Häuschen dann halt so rechts und links dazugekommen. Ja, also nicht einfach nur noch Sandlandschaft hier oder Graslandschaft. Auch hier steht jetzt mal so ein bisschen das eine oder andere. Halt natürlich nicht in dem großen Stil wie bei SCS, aber das, wie gesagt, muss es ja auch gar nicht. Diese Map soll einfach nur uns mal so richtig die Weite Amerikas präsentieren und halt uns mal so richtig Meilen fahren lassen. Dafür ist diese Map halt da, so sehe ich sie zumindest. Und dafür hat sie für mich auch ihre volle Berechtigung und ist für den ATS so der, für mich im Augenblick der einzige Grund, um den ATS überhaupt anzuschmeißen. Dass ich hier endlich mal schön lange Strecken am Stück fahren kann. Tja, ich wusste es auch, ne? Wenn ich an der einen Tankstelle vorbeifahre, danach fängt der Leuchterschlucken an. Vom dreiviertelvollen Tank ist jetzt nur noch ein halbvoller Tank dann übrig geblieben. Das ist war ja fast klar. War ja fast klar. Naja, die nächste Markierung für die nächste Tankstelle wird schon noch kommen. Ein bisschen geht halt noch. Na, Petterbild, hast du aber ein bisschen zu knabbern hier mit dem Hügelchen, wa? Ey, Kollege Schnürstrumpf, du. Kannst auch nicht hier so einfach mal auf meine Spur ziehen. Ah, Salt Lake City. Salt Lake City, ich glaube, nach meinem schwachen schulischen Bildungsstand ist das die Hauptstadt von Utah. Was ich ganz genau weiß, ist, hier darf man mehr als eine Ehefrau haben. Im Bundesstaat Utah, ja, ja. Aber mal Hand aufs Herz, wer will denn mehr als eine? Pfui, das war böse gesagt, ne? Das war böse gesagt. Schönste Mittagssitze hier, ne? 13 Uhr Ingame-Zeit, draußen schön heiß und wir haben hier schön Klimaanlage drin laufen. Das Fernfahrerleben kann schon schön sein hier. Auch wenn die Kreditrate gerade bezahlt wurde. Kann das Leben hier trotzdem schön sein.
Aber auch das hier finde ich schön gemacht, ne? Schön so zwischen den Bergen durch. Quasi in der Schlucht fahren mit links und rechts die Hügel eben gewesen. Also langweilig finde ich die Coast-to-Coast-Map jetzt links und rechts nicht unbedingt, oder? Mir reicht sie völlig aus. Man sollte sich ja auch aufs Fahren konzentrieren, ne? Und nicht links und rechts in der Weltgeschichte rumgucken. Oh, da vorne kommt eine Tankstelle, sagt das Navi. Die habe ich zwar so nicht eingezeichnet, aber das macht ja nichts. Hallo in Wyoming, Mensch, du. Ich würde sagen, wir nutzen dann hier einfach mal die Gelegenheit, den Petterbilt nochmal aufzutanken. Schon wieder eine Waage da vorne, ne? Ach, ich muss nicht wiegen. Glaub nicht, ich weiß, wie schwer ich bin. So. Was? 2 Dollar hier die Gallone? Naja, was soll's, voll machen müssen wir ihn ja so oder so. Und dann werden wir uns da vorne gleich mal schön Rastplatz suchen. Werden wir uns mal schön neben den Kollegen da hinstellen. Und mal eine kleine Ruhepause einlegen. Oh, hoffentlich kommt hier jetzt keiner angeschossen. Pause ist angesagt. Ah, ja, kurz die Beine vertreten, wa? Ja, macht sich nicht schlecht zwischen den anderen hier, würde ich sagen. Ja. Oh, gestreckt, sehr gut. So, und mit dieser Bombensensation, dass wir auf der neuen Coast Map 1.7.1 fahren. Also nicht der Coast Map, sondern der Coast-to-Coast Map, wenn wir es ja richtig machen. Kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.